Hallo und herzlich willkommen hier bei Jack 1477. Wir spielen heute My Summer Car. Gerade eben habe ich es schon mal aufgenommen und dann so, warte, wir spielen noch gar nicht Car Mechanic Simulator, ich Trottel. My Summer Car spielen wir heute. Wir haben letzte Folge angefangen, hier unser Motor angefangen, den zu bauen. Dieses schwarze Pnüppelding habe ich nicht reingekriegt. Ich war zu doof. Das würde ich heute gerne einmal korrigieren, glaube ich. Ich glaube. Oder lassen wir das so? Ich glaube, wir müssen den Motor eh nochmal auseinandernehmen. Deswegen ist es egal. Aber erstmal ist es wichtig, dass der Junge mal. Boah, ich habe gerade was getrunken, ne? Kennt ihr das, oder? Wenn ihr einen Rülps unterdrücken wollt. So. Trinken an. Trinken wir erstmal was. Boah. Für die Mücken können wir auch Mückenspray holen. Naja, aber erstmal ist ja Schlafi-Schlafi angesagt. Oh ja. So. Nachdem er dann endlich mal ausgeschlafen hat. Genau. Es ist jetzt 10 und ich würde eigentlich am liebsten, also ich weiß, ich würde auch am liebsten an das Auto beigehen, aber wir müssen unsere Reifen abholen. Also noch einmal Trecker fahren, Leute. Noch einmal. Aber der Weg ist nicht so lang. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. So, das heißt. Zack. Na, den Vorschlag haben wir, lassen wir jetzt mal da drinne. Okay. So. Wir dieseln ihn jetzt hier an. Bisschen Standgas, ne? Hat Bock. Ah, erlebt. Ah ja. Auf geht das. Anhänger haben wir mit. Bis gleich, Auto. Ich werde aber, denke ich mal, ein bisschen stoppen. Oder nicht. Oder doch. Ich habe noch keine Ahnung. Eigentlich ist der Weg jetzt auch nicht weit. Ich mach das auf der Rücktour, okay? Also ich stoppe jetzt einmal kurz das Video für euch. Und dann seht ihr mich auf der Rücktour. Okay. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Da haben wir unsere Beute. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob wir damit überhaupt TÜV bekommen. Aber finden wir dann raus. Träger habe ich laufen lassen. Wollte nur noch einmal hier reingucken. Ups. Ist hier nichts mehr, was wir brauchen könnten, ne? Irgendwie voll schade, dass er sie so rumgammelt. Hat das Ding noch einen Motor? Okay. Der ist auch geil. Den kann man sich hin und wieder mal ausleihen. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir haben ja unseren super starken Trecker. Okay. Wie gesagt, das ist immer noch die Cola. Ich versuche den Rülps die ganze Zeit zu unterdrücken, ey. So, weiter geht's. Erstmal hier zweiten Gang rein, ersten Gang reinschmeißen, so. Dann versuche ich mal zu drehen, ob das was wert ist, noch so die Frage. Was wert? Ah, erledigt. Achso. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Falls ihr das überhaupt gehört habt. Mein Handy bimmelt immer irgendwie. Mal kurz ein bisschen leiser gedreht. Sonst sterben meine Ohren. Dieser Trecker ist etwas laut, finde ich. Ich hoffe, bei euch ist das nicht ganz so krass. Aber ich bearbeite das so ein bisschen, dass das dann alles etwas leiser ist. Weil sonst stirbt man. Also der Trecker hier, der kann Lautstärke, Alter. Der kann echt Lautstärke, finde ich. So, dann fahren wir nochmal nach Hause. Und dann bin ich gespannt, ob auch heute. Ah, der Plan heute. Mal gucken, ob wir heute dann zumindest den Wagen vielleicht zum Laufen bekommen. Ich zweifle daran. Dafür hat der Motor noch viel Arbeit, möchte ich meinen. Aber mal gucken. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich guck's mir. Wir gucken uns das an heute, ja. Ich weiß nur, wir haben die Reifen und ich bezweifle aber, dass wir damit TÜV bekommen. War vielleicht ein Fehler von mir. Aber
wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ich weiß das sonst echt nicht. Ich weiß das wirklich nicht. Auch wenn ich das heute 5 Milliarden Mal sage, dass ich es nicht weiß. Ich weiß es halt wirklich nicht. Nein, das müssen wir einfach dann gucken. Für den TÜV weiß ich noch. Ich meine, man braucht 2 Teile. Einmal, dass das Auto einigermaßen perfekt ist. Und das Dreieck, was hier am Trecker hängt, dürft ihr nachher nicht vergessen. Weil sonst kriegt ihr keinen TÜV. Oh, ist wieder hier. Voll in Action der Wagen. Also das weiß ich zumindest noch. Ob das jetzt so ist oder nicht, ob sich das geändert hat oder nicht, das sehen wir dann. Bevor wir das machen, machen wir eh erst das Auto zur Werkstatt schicken. Oh, da hat er jetzt gerade gar keinen Bock. Ich schalte mal runter. Zweiter Gang. Und zwar möchte ich gerne einmal die Spur einstellen lassen, dass er auch schön gerade fährt. Und einmal das, was kaputt sein könnte an dem Motor, reparieren lassen. Und den Lack würde ich so lassen. Ich mag den Lack sehr gerne. Ich nehme immer die Farbe, weil ich die persönlich am hübschesten finde da in dem Spiel. Also, ne? Könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr für eine Farbe da an dem Auto gerne gesehen hattet. Ja. Genau. Ich denke, das ist erstmal der Plan. Jetzt haben wir natürlich noch einen kleinen Nachhauseweg. Das dauert jetzt noch einen Augenblick. Aber wir gucken mal. Wird sicherlich... Irgendwas wird schon werden. Müssen wir mal gucken. Hier und auch... Ich habe gesehen, da ist eine Tür, die man aufmachen könnte. Das sieht zumindest so aus, als wenn man die aufmachen kann. Genau die da. Aber keine Ahnung. Das werden wir mal austesten alles, wenn das Auto fertig ist. Und jetzt haben wir einfach keine Zeit. Erstmal ist das Auto drin. Das Auto ist das Wichtigste, um hier überhaupt mal längs zu kommen. Oh, jetzt müssen wir rechts. Genau, Reifen sind auch drauf. Brav. Ups. Man sollte immer gucken, wo man hinfährt, Leute. Man sollte immer gucken, wo man hinfährt. So, dann haben wir das schon geschafft. Eine Taste zu lang gedrückt. Bin da echt gut drin. Und gut. Manchmal bin ich ein bisschen dabei. Ich weiß es. Ich weiß es. So. Dann. Wir bräuchten auch noch irgendwas. Haben wir eigentlich jetzt alles fürs Auto da? Das ist jetzt gerade meine Überlegung. Ich habe Ölfilter eingepackt. Und. Bremsflüssigkeit ist eingepackt. Und haben wir Zündkerzen mitgenommen? Ja. Ich hoffe, das war's dann auch, was uns eigentlich so gesehen fehlte. Die Batterie habe ich mich jetzt gegen entschieden. Die Original ist gut, die muss man nur mal aufladen. Erstmal. Wenn wir uns dazu tatsächlich entschließen, dass wir mal Rallye fahren wollten, was ich aber noch nie gemacht habe hier. Dann braucht er auch eine neue Batterie, weil die alte Batterie ist scheiße. Und dann stehst du nachher da, ja toll. Oh, jetzt biegen wir hier rechts rein, dann haben wir das ja auch schon geschafft. Das hat uns stolze 4 Minuten für den Weg bis jetzt gekostet. Also haben wir noch genügend Zeit in dieser Folge, um den Motor vielleicht heute ans Laufen zu kriegen, aber... Ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe keinen Zug, also mit Vollgas rüber da. Habe ich schon mal gehabt. Ich hörte dann keinen Zug und dann kam er. Und dann war ich tot. Ich dachte so, oh, okay. Das ist scheiße. Ja, dann gucken wir jetzt aber mal. Ach, wir wollen auch gleich noch gucken, ob wir eine Rechnung haben. Weil wir müssen das alles bezahlen. Ist ja wohl klar. Und da ich ja uns ein bisschen mehr Geld gemacht habe, ich hoffe, keiner ist mir da böse drüber. jetzt ist das Wasser blau gerade eben. War es voll schwarz. Witzig. Also, ich wollte euch halt einfach gerne zeigen, was man im Spiel machen kann. Und dann, wenn ich da die ganze Zeit Geld verdiene, gerade hier am Auto zu schrauben,
Ist ja auch langweilig. Das ist genauso, eigentlich fahren wir schon viel zu viel Cracker. Aber es ist jetzt auch das letzte Mal, ich schwöre. Jetzt haben wir ja alles da. Ja? Und jetzt brauchen wir einfach nur noch Vollgas geben. Vollgas. Vollgas. Richtig Vollgas. Was am Anfang mit dem Auto gar nicht möglich ist. Also. Und da Vollgas fährt, da hat der Motor gar keinen Bock drauf. Den muss man erstmal schön einlaufen lassen. Das Schlimme wird auch noch, Ventile einzustellen. Uiuiui. Hab ich mich immer schwer getan mit, aber gut. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Vielleicht auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich da. Hoffe ich. Endlich mal. Gucken. Kann man das schon sehen? Ja. Ist nicht mehr weit. Gott sei Dank. Und dann müssen wir, ich glaube, Tank müssen wir noch einbauen. Auspuff müssen wir einbauen. Aber, also, das Auspuffsystem da ist ein bisschen blöd. Zum Einbauen. Aber kriegen wir hin. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich habe so meine Tricks inzwischen. Eigentlich geht das immer ganz schnell. Ich habe tatsächlich mal 20 Minuten gebraucht. So ganz am Anfang des Spiels. Und dann hing man da. Ja, 20 Minuten. Aber wir kriegen das hin. Ich weiß. So, jetzt bremse ich hier einmal. Danach haben wir auch schon wieder Hunger und Durst. Wie schön der Leerlauf eingestellt ist, ne? Dann wollen wir einmal gucken. Was? Achso. Ne, nichts drin für uns. Das brauchen wir nicht. Okay. Ah, gehen wir doch mal rein wieder in unseren guten Träger hier. So ein Stück zurück, dass ich auch schön viel sehe. Einen Gang runter. Achso, Handbremse lose. Der wäre fast abgekackt, hab ich gesehen. Ups. So. Gut. Dann parke ich den natürlich wieder hier schön an unserer Ecke. Stört er nämlich überhaupt nicht. Also mich stört er dann nie. Ist zwar ein Weg, aber den braucht keiner. Ja. Eckerchen darf jetzt schlafen. Hoffentlich brauchen wir dich so schnell nicht mehr. Aber so wie ich mich kenne. Da. Das ist natürlich ein arschlanger Weg, immer noch. Aber. Ups. Er steht immer noch gut. Achtung, und ja, okay. Das mit dem Werfen war auch schon mal. Zack. Und zack. Und. Und mit mein kleines Rad. Zack. Ah, da haben wir unsere Räder. Dazu. Und dann kann man es anschrauben. Machen wir auch tatsächlich jetzt gleich als nächstes, würde ich sagen. Wie rum die rankommen, ist auch tatsächlich völlig egal. Ein Wagenheber? Eigentlich mache ich das immer ohne Wagenheber. Geht schneller. Und. Dam, 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 dam. Ah, tolle neue Reifen. Sehen doch gut aus, oder nicht? Ah. Das geht immer noch. Ein kleiner Schummeltrick. Weil ich zu faul bin für einen Wagenheber. Wunderschön. So. Mein kleiner. Oh, wir müssen noch dringend erstmal was trinken. Ja. Ja, ja, nein, ja, nein, wo ist das? Aha. Zack. Aber jetzt gucken wir einmal, dass. Nein, noch eine größere oder eine kleine. Das ist noch die Frage. Ah, eine kleine. Haben wir gefunden. Gott. Die Felgen sind jetzt natürlich ziemlich standard hässlich, aber es langt. Wir können immer noch hübsche Felgen darauf machen, wenn wir wollen. Machen wir jetzt aber nicht. Ja. Angeschraubt. Zack. Nächstes Rad. Oh, die Spur ist ganz schön verstellt. Okay.
Antriebswellen hat er noch nicht, deswegen lasse ich das Rad so, dass die Schraube in der Mitte so wie die ist. Das Rad. genau. Das ist das Einfachste. Ja, war schön. Machen wir dann nochmal hier weiter. Ja. Wir lassen auch das Auto ausbeulen und vielleicht neu lackieren. Mal gucken. Ist, glaube ich, besser. Weil ich glaube, das sieht jetzt ziemlich rattig schon aus durch dieses ganze Gehuppel und Gebubbel. Ja. Oh, es geht eigentlich. Es ist ziemlich rostig. Entrosten. Das wäre auch noch eine Option. Aber das können wir eigentlich später machen. Weil erstmal wollte ich... Ich will ihn einfach durch den TÜV jagen, wisst ihr? Einfach so durch den TÜV, so wie er ist. Machen andere Leute auch, dann können wir das auch. So. Auch erledigt. Zack. Jetzt geht das immer noch mit J. Ja. So. Dürfte einigermaßen gerade sein. Er hat noch keine Handbremse, ist klar. Das ist doch schön. Und bevor der Motor rein kann, haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten. Auch wenn der Motor noch nicht fertig ist, ich weiß. Ja, ich hoffe, das passt ohne... Ja, eng. Mal rüber hier, so. Zack. Ah, wunderschön. Darüber gehüppert. Und weiter geht's. Schieb dich rein. Ah. Steht doch gut. Ja, jetzt haben wir nämlich die bessere Chancen, hier alles anzubauen. Motor machen wir gleich fertig. Erstmal brauchen wir hier... Schaltgestänge ist eigentlich noch nicht ganz so wichtig. Ich hätte zumindest schon mal gerne... Wo sind die Handbremse jetzt? Handbremse. Handbremse? Steht, glaube ich, woanders. Also die liegt woanders als früher. Bin ich der Meinung, aber was so stimmt, weiß ich nicht. Ah, und Bremse ist dran. Oh. Oh. Hey, dann machen wir so. Und jetzt müssen wir einmal gucken. Nein. Und? Nein. Noch kleiner würde ich ja nicht sagen. So, ne? Nein. Eine kleine? So eine kleine? Ja, nee. Schon sagen. Weiß nicht, hatte ich den schon? Hm? Hä? Alter, erzähl mir doch nichts. Hm. Mal da rein. Hm? Na komm. Nein. Muss einer von denen sein, das kann mir keiner erzählen. Nein. Katastrophe, ey. Nein. 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 Alter, will mir jetzt allen Ernstes einer weiß machen? Nein, niemals. Hm. Ist das so? Nein. Ey, ich habe jetzt alle durch, das kann mir doch keiner erzählen, oder was? Nein. Werd grün. Was ist das hier? Zack. Nein. Das kann mir doch langsam keiner mehr erzählen. Warum? Nein. Ja. Ja, ich habe ihn gefunden. Ach, dass das gerade eben nicht funktioniert. Hä? Interessant. Okay. So. Ernsthaft? Ey, ich war dich gerade am Anschließen. Bist du bekloppt oder was? Okay. So. Ja, jetzt machen wir dich rein. Zack. Auch nochmal rein.
Bloß nicht an der Handbremse ziehen, dann fällt sie nämlich einfach ab. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. So, erledigt. Jetzt gehen wir nämlich runter. Dürfte genau geschoben gewesen sein. Zack. Was ne? Es ist eine größere Schraube. Ja, Katastrophe. Nein, es ist eine kleinere Schraube. Okay. Ah, Katastrophe. Also der. Hoffen wir mal. Immer noch nicht. Hä? Okay. Noch kleiner. Warum backt die so? Oh. Geh wieder ran. Alter, Kampf. Kampf hier mit. Ne? Warum ist das so? Stresst gerade voll. Aha. Also die kleinste. Okay. Also jedes Mal, wenn ich mit meinem dicken Birnending dagegen komme, fällt die ab. Das ist interessant. Okay. Okay. Du machst mich jetzt langsam hier ein bisschen böse. Gut, ich habe mir diesmal gemerkt, welche das war. Hm? Am besten gleich nicht mehr gegenkommen. So. Und nochmal. So. Okay, jetzt nehmen wir den kleinsten mit. Den kleinsten. So. Und? Ja. Halleluja, schwere Geburt. Sehr schwere Geburt. So, jetzt will sie gar nicht drücken. Wenn sie macht. Ja. Okay. Das war doch schön. Jetzt bauen wir schon das Lenkrad an, würde ich auch mal sagen. Das ist das einfachste. Das ist der einfachste Teil hier, auf jeden Fall. So. Nein. Ja. Die Frage ist, ich weiß die Größe nicht, ehrlich gesagt. Nein, wartet. So. Dann müssen wir uns jetzt, also den ganz großen glaube ich jetzt nicht. Aber ich ehre mich ja so gerne, also. Bitte mit euch, dass der ganz große ist. Oh, nein. Ach, ja. Nein. Okay. Jetzt den? Nein. Ja, da haben wir ihn doch. Schön, dass auch mal was schnell geht. Okay, das war das. Dann bin ich dafür, dass wir schnell mal den Kühler reinsetzen. Der ist übrigens total Müll. Also das ist Originalschrott, ne? Also ihr seht auch, wie er aussieht. Da gewinnst du keinen Krieg mehr mit. So. Man müsste eigentlich, ist ein bisschen doof, dass ich jetzt hier bin, aber wir spawnen einfach so ein bisschen da durch und dann müssen wir durch den richtigen Schlüssel. Ah, ey, auf Anhieb, Leute. Kann mal einer sagen, was er will, aber der war geil. So. Schön festgehen. Okay. So. Jetzt nochmal hier drüben. Die Maus eigentlich einen Tick zu schnell eingestellt, aber das lasse ich jetzt einfach so. Eigentlich ist die Einstellung perfekt. Bloß für das Spiel ist das immer ein bisschen schwierig. Okay. Jetzt machen wir den Tank. Wir wollen das ja so fertig kriegen. Ah. Ja. Dass der Motor auch gleich läuft. Laufen kann. Warte mal. Nehmen wir doch mal das ganze Paket hier mit.
Das müsste eigentlich einer von denen sein. Sehen. Natürlich nicht. Da ist noch eine weiter. Ich guck mal. Moment. Ich stehe im Auto. Nein. Dann dürfte es... Oh, wir sollten erstmal was trinken, sehe ich gerade. Wo wir jetzt hier verrecken. Gluck, 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 gluck. Hunger hat er auch. Warte, warte, warte. Ah, oh, langt doch. Ah, war das so schön salzig war. Trinken wir jetzt nochmal nach. Aber dann müssen wir pieseln. Das können wir mal nebenbei machen. Zack. Warte. Hier, wir wollen eine Sekunde. Oh. Ich habe mich ausgesperrt. Eine Sekunde. Warte, der Tank ist doch leer. Oh. Es klappt auch nichts. Moment. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit. Ah, der Tank ist doch leer hier. Ach ja, der bleibt ja auch leer. Ist ja kein Schlauch dran. So viel dazu. Okay, weiter geht's. Wir haben gepinkelt, wir haben gegessen. Alles cool. Jetzt muss der Tank angebaut werden. Immer noch nicht den richtigen Schlüssel. Dann würde ich schon eher zu dem da tendieren, ne? Wie das ist das ein 10? Ja, ist ein 11er. Ist ein 11er. Guckt. Ich hab den richtigen gefunden. Juhu. Und dann schraubeln wir den mal an hier. Wunderschön. Ach, ist das ein tolles Abenteuer, wenn das alles funktioniert. Diese Karre endlich ihren Quest macht. So. Ah. Eins kann ich euch sagen. Vergesst nur nicht diese Schraube da. Machen wir gleich als nächstes mit. Weil das ist sonst richtig kacke. Und dann läuft immer alles auseinander hier. Und das war eine ziemlich große, soweit ich noch weiß. So. Nein. Entweder war die eine kleiner oder die war ganz groß. Oh, ich weiß das immer nicht. Oh, tschüss. Nein, das muss denn noch kleiner sein. Entweder die oder die. Wo sind das jetzt da? Nein. Sonst läuft euch das ganze Benzin aus. Dann können wir wieder mit dem Trecker fahren. Aha. So. Okay, und wenn ihr schon dabei seid, müsst ihr eigentlich auch noch die Schrauben davon. Die Schrauben festmachen. Passt auf. Ich glitsche. Eigentlich hier nachher. Hier sind auch noch Schrauben. Sind aber noch gar nicht da, weil noch nicht alles fertig ist. Genau. Zeige ich euch nachher nochmal. Automäßig war es das eigentlich so gut wie. Den könnt ihr noch anbasteln. Würde ich sagen, das ist hier der... Wie schimpft sich das jetzt? Benzinfilter. Muss eigentlich irgendwo hier ran. Moment. Irgendwo hier saß er. So, so rum war es richtig. Aha, guckt. Ja, Achtung. Zack. So, nehmen wir natürlich den Kram wieder mit. Ist immer viel Gerenne. Und dann könnte das eigentlich einer von denen sein. Mal gucken. Wo ist denn der Scheiß? Da? Den ist das ein... oder so. Ach, ich hab keine Ahnung, ey. Ah. Der ist es auf jeden Fall nicht. Was habe ich denn genommen? 9er. Kann auch nur ein 10er sein. So. Nee, kann's nicht. Okay, hab nichts gesagt. Das war jetzt ein 10er, aber ein 11er? Ich finde den viel zu gut. Den. Jetzt ein kleinerer. Das kann nur... Okay.
Warte mal, ich nehme das mit rüber. Ah. Nehmen wir doch mal hier einen 9er. Ach ne, den hatten wir schon, ne? 8er oder so. Mal gucken. Ja, ist ein 8er. Geil. So. Da ist die Benzinleitung auch schon mal. Oder der Benzinfilter auch schon mal dran. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an mit. Ach, das sollte ich vielleicht auch nicht vergessen. Eine Sekunde. Das müsst ihr übrigens nicht anschrauben. Das ist das Tankrohr. Das sitzt so. Und dann ist der Auspuff. Wo ich die Hälfte alles vergesse, das wäre blöd. So, okay. Machen wir das zuerst noch. Ob ich das so hinkriege, ist immer so eine Sache. Wo ist der Scheiß jetzt da? Aha. Habt ihr das gesehen? Wie scheiße, Alter. Nochmal. Hey, da verstehe ich jetzt aber keinen Spaß, ja? Ich hasse das. Das ist dumm gemacht. So. Okay, dann machen wir das jetzt so. In der Hoffnung, es fällt nicht schon wieder ab. Okay. Ja. Mein Klang. Will noch nicht. Probieren es einfach, bis wir es schaffen. Oh mein Gott. Hm. Hm. Junk. Komm, das muss passen. Komm. Ich hasse es einfach. Die Mücken hasse ich noch eigentlich viel mehr. Warte mal, ich glaube, der Auspuff saß auf der anderen Seite, deswegen. So. So müsste es richtig sein. So. Ich probiere ja immer mein Bestes. So. Müsstest du es eigentlich klappen hier? Na komm. Wisst ihr was? Das machen wir später. Gib mir jetzt gerade volle Kanne auf den Sack. Wir machen erstmal den Motor. Sonst ist die Folge, die ist eigentlich schon so gut wie zu Ende. Aber ich will den Motor jetzt noch fertig kriegen. Dann starten wir ihn beim nächsten Mal. Aber dass wir wenigstens morgen, oder morgen sag ich schon, in der nächsten Folge setzen wir dann den Motor ein. Dann ist gut. So. Und dann gucken wir, ob das läuft. Und dann noch Kleinkram, ne? Da. Nein, das ist viel zu groß. Das muss ein kleinerer sein. Ja. Hab ich recht gehabt. Hab ich recht gehabt. Ich mach das hier willkürlich. Ich weiß, wenn man den ansetzt, macht man ja eigentlich immer so. Zack. Zack. Also ich glaube, das wird sogar vorgegeben, wie heutzutage der angeschraubt werden muss. Denke ich. Ich habe echt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber bei dem Spiel ist das egal. Mir fällt gerade was ein, was wir hätten noch gucken sollen. Weil der will doch bestimmt eine Ventildeckeldichtung haben. Muss ich den ganzen Scheiß wieder auseinanderschrauben. Aber gut, das geht ja schnell eigentlich.
Denke ich. Hoffe ich. So. Zack. Und du auch nochmal. So. Und dann. Zack. Ja. Wunderschön. Dürfen wir nicht vergessen, die sieht zwar voll kacke aus. Aber original ist original, ne? So. Wunderschön. Setzen wir die Kacke hier auf. Und schrauben es nochmal fest. So. Jetzt machen wir es dann ordentlich. So. So. Achtung, hier rüber. Zack. Und zack. Komm. So. Das war schon mal der. Jetzt die Reihe noch. Alter, das müsst ihr übrigens mit dem Mausrad machen, ne? Also, es geht voll auf dem Unterarmmuskel. Richtig krass. Eieiei. Ich bin immer froh, wenn das Auto fertig ist. Das Schlimme ist, wir müssen den Motor nochmal auseinandernehmen. Aber gut. Schlimmeres. So. Erledigt. Jetzt muss da das rauf. Also die... Der Ventilschaft ist das ja dann. Würde ich mal sagen, oder? Kommt das hin? Ja, ne? Genau. Den schmeißen wir rauf. Wie gesagt, so original wie möglich. Nur original ist legal. Zumindest beim TÜV, ihr wisst ja. Die heulen sonst rum. Und ja, man muss hier auch zum TÜV gehen. So. Dann habe ich hier, glaube ich, nichts vergessen. Und der Ventildeckel. Schrott schon mal auf. Der Originalschrott ist ja klar. Müsste eigentlich entweder eine größer oder eine kleiner sein. Ah, eine kleiner. Guckt. Langsam groove ich mich wieder ein, ey. Langsam groove ich mich ein. Okay. Hier drüben nochmal die drei. Oh, und gleich die Zündkerzen holen. Klar. Ah. Mich nervt es zwar etwas, dass hier das schwarze Ding da jetzt fehlt. Hier. Aber ignorieren wir jetzt erstmal. Wenn der Motor danach auseinanderfliegt, haben wir Pech gehabt. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Wollte jetzt... Das ist der Gang. Genau, dann... Ich glaube, das Ding hat auch so elendig viele Schrauben. Ich hoffe nicht. Es hat so elendig viele Schrauben. Und ich habe den falschen Schlüssel. Noch viel besser. Nein. Ich will nur noch schnell... Komm, ich will nur noch schnell den Motor zusammenbauen. Alter, was sind das jetzt wieder hier für ein Schlüssel? Gucken. Aha, kleiner. So. Kleiner. Und vergesst niemals diese Schraube, die da ganz oben ist. Das habe ich früher immer gehabt. Ich dachte, wieso springt mir der Gang raus? Und dann ging ja nichts. Das ist nur der erste Gang. Aber ohne den gehen gar keine Gänge rein. Ist voll kacke. So, und wenn man die dann vergisst, weil man schusselig ist, funktioniert das ganze Auto nicht. Ziemlich bescheuert. Genau. Die muss noch ran hier, die Riemenscheibe. So, zack. Und der hat nur eine riesige Schraube. Das müsste eigentlich nicht der sein. Ich vergaß. Auch nicht der. Der ist das. So. Ich hoffe... Ah, da ist er. Der Junge muss ran. Düp, düp, düp. Wo saß der überhaupt nochmal? Hier müsste er irgendwo sitzen. Düp, 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 düp. Nee, der saß irgendwo anders. Wo saß denn der? Wo saß du? Hm. Mhm. Sieht fast nach hier irgendwie aus oder so. Los, zeig mal, wo du sitzt. Ah, ja, da. Ah. Den Keilriemen könnt ihr übrigens auch spannen. Das machen wir nachher auch. Weil ich wette mit euch, der wird ein bisschen quietschen. Und den kriegst du auch. Ups. Schön. Ach da. Lose.
Das ist wieder mal eine größere Schraube. Weil da braucht ihr nur einen Schlitzschraubenzieher zu. Gar kein Problem. So, ich hätte jetzt gerne den richtigen Schraubenzieher bitte dafür. Aha. Schraubenzieher, sag ich schon. Ach Gott. So, das können wir so lassen, bis wir den Riemen geholt haben. Passt auf. Wir haben einen gekauft, das weiß ich. Liegen hier Würstchen. So gut. Keine Ahnung. So, das sind die. Und das sind die. Aber wo ist denn jetzt unser Keilriemen geblieben? Mein Keilus Rimus. Wir haben einen gekauft, das weiß ich. Nur schon Ewigkeiten her. Wo ist der? Oh, ein Ölfilter. So. Hey, Rimo, oder haben wir den schon gebunkert? Ever, habe ich den schon mitgenommen gehabt. Doch, tatsächlich. Okay, hab nichts gesagt. So, warte mal. Jetzt könnt ihr natürlich die einmal ganz bis ans Ende so ran. So. Dann müsst ihr auch schon raufpassen, hoffe ich. Jetzt guckt ihr ungefähr, wie es passt. Ja, viel weiter geht's auch nicht. Müsste eigentlich passen. Dann nehmt ihr den Schraubizieher hier. Ja, Achtung. Und schraubt. Ups, die Schraube fest. Erledigt. Jetzt kommt hier noch der Vergaser. Zack. Ob ihr jetzt den zuerst oder hier, was wollte ich jetzt sagen? Entweder schraubt ihr den zuerst oder das Abgasrohr. Abgaskrümmerrohr. Eigentlich egal. Achso, und ich glaube, der eine hat sogar nur eine Schraube. Ja, zwei. Aber ich korrigiere das, falls das stimmt. Stimmt nicht. Wie ihr seht, hat er noch eine Schraube. Sonst wäre uns gleich wieder abgefallen. Wäre besonders toll. So. Das war das. Dann kommt hier einmal durch der Abgaskrümmer ran. Zack. Dieselben Schrauben? Ja, Gott sei Dank. So. Der müsste zwei haben. Genau. Und dann hat der da eine Schraube. Ja. Und der hat wieder zwei. Genau so ist das. Und erledigt. Jetzt fehlt uns eigentlich nicht mehr viel. Der gute alte Ölfilter kann auch schon mal ran hier. So. Den könnt ihr nämlich von Hand da einfach raufdrehen. So. Und nicht zu vergessen, braucht ihr auch noch... Wo ist der denn? Ja. Verteilerkappe, ne? Verteilerkappe. Die kommt hier ran. Ja, komm. Ja. So. Einstellen könnt ihr die. Ist auch eine Schlitzschraube. Früher war es keine Schlitzschraube. Also wir müssen gucken, wie er läuft. Ja, da ist das. Ich würde den jetzt so auf Original erstmal stehen lassen. Weil, keine Ahnung sonst. Bevor wir den schrotten. Dann die Benzinpumpe müsste auch hier irgendwo ran eigentlich. War ich der Meinung. Ich glaube, die gehört hier zu. Da. Da. Zack. Naja, erstmal den richtigen Schraubenzieher weglegen hier. So. Gucken. Ja. Haben wir auch die richtige gefunden. So. Und auf der Seite. Okay. Das war das. So, Benzinpumpe eiert auch vor sich hin. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Anlasser zum Beispiel. Müsste eigentlich auf der Seite sein, oder? Hey, sag ich mal, wo du hingehörst.
Es müsste auf der Seite sein. Passt auf. So. Ach, Meister, geh doch mal darüber. Okay. Es ist gerade leicht. Da. Da gehört er hin. Die eine. Also, ich schraube das jetzt erstmal fest. Aber die müsst ihr nachher wieder lose machen. Und ich glaube, hier muss auch nachher. Deswegen. Aber ich mache jetzt erstmal alles. Und hier haben wir tatsächlich eine Schraube vergessen. Ups. So. Dann ist das Getriebe jetzt auch endlich mal ganz fest. Jetzt schrauben wir natürlich einmal die Zündkerzen rein. Moment, Moment, Moment. Los, Zündis. Ach, wir hatten sogar 9 Ölfilter mitgenommen. Ah, egal. Nehmen wir den alten erstmal. Der ist genauso gut. So. 1, 2, 3, 4. Und leer. Warte, ich kann den ja auch drehen. Auch wenn ich hier über den Tisch klettern. Das sollte euch nicht passieren, bestmöglich, okay? Wenn wir denn im echten Leben nehme ich jetzt kaputt. So. Okay, und so. Zack. Schöne neue Zündis. Rein da mit dir. Und rein da mit dir. Und du auch nochmal. Na. Zack. Und. Zack. So, dann dafür nehmt ihr das Türchen hier. Und dann könnt ihr die reinschrauben. Wunderschön. Ja. Und. Ja. Und. Auch erledigt. Gut. Dann, ich mach den hier immer schon rauf. Ist auch nur eine Zündspule. Also früher ging es zumindest. Vielleicht soll das auch jetzt später, dass er das abgeändert hat. Ist auch in Ordnung. Macht ihr später. So. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Das brauchen wir später alles, ist klar. Das tüdeln wir lieber nochmal rein. Aber dafür brauchen wir die eine schon mal. Wo ist sie? Nein. Wo sind die jetzt? Da. Das ganze Geraffel hier. So. Zack. Das bau dir schon mal an. Hält das jetzt ohne Schraube? Hier musst du da eine Schraube rein. Okay. Sehr interessant, würde ich mal behaupten. Hier musst du hier eine Schraube rein. Hat er wohl abgeändert. Und wichtig ist, dass ihr die ganzen Schraubenmuddern da auch gleich zumacht. Aber erstmal hole ich nochmal die hier. Die kommt nämlich auch einfach nur dahin. Fertig ist das Ganze. Genau, dann können wir das eigentlich auch schon gleich anbauen. So. Der geht zum Bremspedal. So, eine Sekunde. Zurück, 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 zurück. Zack. Und das ist der andere. Das ist... Ne, warte mal. Wofür war denn jetzt überhaupt der eine? Also der ist fürs Bremspedal. Jetzt der andere tatsächlich hingeht, weiß ich gar nicht. Okay. Sehen wir gleich. Wollen wir nochmal gucken da. So. Der Schraubenzieher ist immer noch der falsche anscheinend. So, dann nehmen wir jetzt den. Schön. Ich sehe nichts. So, aha. So. Zack. Und. Mal hier. Zack. Und da nochmal. Komm. Anderen? Ich wollte schon sagen. So. Da gefallen. So. Das war dann auch der. Und dann müssen wir in den Fahrgastraum nicht reinfallen, bestmöglich wieder. Und dann müssen wir hier
die Schrauben festmache. Ach, das eine ist für die Kupplung. Jetzt weiß ich es wieder. Genau. Kriegt übrigens auch Bremsflüssigkeit, ist aber für die Kupplung. Aber bei dem Auto war das halt wohl so, dass man da einfach beides reingekippt hat. Scheiß drauf. So, und dann... Oh, es regnet. Versuchen wir mal. Nicht, das hört ihr das? Ja. Ja, alle modernen Schrauben hier zuzumachen. Ansonsten gibt es hier die große Piescherei nachher. Außer die eine am Motor. Na? Die dürft ihr noch nicht zumachen. Müsst ihr nachher zumachen. Ansonsten lässt sich der Motor echt schwierig einbauen. So. Oder gar nicht einbauen, vielmehr. Hier die ganzen Schrauben nicht vergessen. Und? So. Na? So. Und? Ja, huch. Boah, immer noch die Cola, furchtbar. Da war hier noch eine. Eine Sekunde. Ich meine, hier war auch eine. Oder nicht mehr. Hm. Doch, hier am Bremssattel müsste eigentlich eine sein. Da, seht ihr? Ich weiß das noch. Ich weiß das noch. Ist echt ewig nicht mehr gespielt. So, jetzt nur natürlich mit euch. Die ist unten. Gut. Oh, kriege ich dich? Na komm. Ja. Na schön. So. Dann war es das. Und hier sind natürlich auch noch welche. So. Auch erledigt. Und jetzt nochmal auf der anderen Seite. Da. So. Erledigt. Und damit... wieder ein Screenshot. Und dann sind wir auch schon wieder bei 52 Minuten. Yay! Gottes Willen. Ich würde sagen, lasst doch mal ein Abo da, Daumen da, wenn ihr mögt. Müsst ihr natürlich nicht. Ich würde dann mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Dann bauen wir den Motor ein. Freut euch.